geht los. So, wir sind bei Blair Witch Project wieder zurück. Ich habe mir auch seelisch und moralischen Beistand geholt. Meine Freundin sitzt hier nebenan. Damit ich das überhaupt schaffe hier. Nebenan? Naja, neben dir. Neben dir, so. So, wir sind ja letzte Mal hier stehen geblieben und zwar hatten wir, ich glaube, das eine letzte Tonband gefunden, wo wir halt erfahren haben, dass irgendjemand diesen Polizisten getötet hat. Und jetzt müssen wir mal schauen. So. Der Hund ist auf alle Fälle am Start. Oh, er hört wieder was. Er hört was, er hört was. Leute. Kannst du dich selber auch sehen? Was kann ich? Dich selber sehen? Also dich selber als Mensch? Nee. Nur eine Sichtkamera. Ja, das ist Ego-Perspektive halt, ne? So, wir haben eine SMS bekommen. Ich muss jetzt erstmal auf mein Handy schauen, was los ist hier. So, Menü, Anruf, SMS. Eileen hat uns geschrieben, Happy Halloween, verwende die Kreide in deinen Rucksack, um Bullet angemessen zu verkleiden. Und sei vorsichtig dort draußen. Ah, das ist ja cool. Das ist mit dem Halloween-Update, was passiert, gekommen ist. Jetzt schaue ich doch mal wirklich meinen Rucksack mit dem Kreide. Das ist Leckerli. Wartet mal. Ja, nun ist guter. So. Was ist das? Geschnitzte Figur, okay. Hinweis. Ich sehe gar keine Kreide. Bonbonpapier, Plastikflasche. Genau, und das war ja auch das letzte Foto, was wir hatten von Arthur. Auch eines der vermissten Kinder. So. Mensch, Bullet! Ruhe! Bullet! Siehst du da? Der Hund. Warum geht das nicht? Reagiert nicht. Sieht irgendwas? Ah. Aber was sieht er denn? It'll have to wait. Smoker, huh? Well, if I don't get you, they sure will. So, guten Abend, Tolunios Black, was geht? So. Ich versuche aber immer noch die Kreide zu bekommen, ne? Wo ist die Kreide? Plakat, dann ist nicht. Handbuch. Ja, manchmal liegt das hinterher. Also. Ach, da ist die Kreide. Jetzt bin ich gespannt. Wo ist denn der Hund? Come here, boy. Komm her, Junge. Maybe later. Echt, ja? Wo ist er denn? Hund? Bullet? 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 Bullet! Schön, wie geht's dir? Ah, uns, also mir geht's ganz gut. Und ja. Ja, es sind halt immer so Standardfragen, ne? Wie geht's dir? Und also. So, Bullet. Ich wollte dich eigentlich anmalen. Das musste hier schon wieder. What you find? Ach, okay, er hat ja ab dem Safe-Punkt gespeichert. Jetzt finden wir natürlich erstmal die Leiche, die wir letztes Mal schon gefunden haben. Aber er speichert halt an gewissen Punkten und deswegen haben wir das jetzt noch nicht gefunden. Jetzt finden wir nämlich nochmal die Leiche. Jesus Christ! Fuck! Da ist er nämlich, da ist der Bulle. Oh ja, der sah sehr lecker aus. Muss nochmal rein und raus sehen. Achso. Eigentlich. Freust du dich auch schon auf das neue Dragon Ball Manga Kapitel? Wie war euer Wochenende? Ja, das Wochenende war ganz gut. Ich habe ja noch, wir haben ja beide noch Urlaub. Sie hat noch eine Woche Urlaub. Ich habe noch 3 Wochen. Und ja, wir waren Freitag in der Notaufnahme, weil sie sich im Finger geschnitten hat mit einem Brotmesser.
So, jetzt schauen wir uns mal diesen Typen an. Das ist, glaube ich, der Polizist, der uns am Funkgerät immer... Wunde am Genick. Sie ist tief. Ah, das ist die Frage, ne? Lennings Badge. Lennings Dienstmarke. So, jetzt... Ah, da ist ein Handy. Ne, ein Foto. Aneta. Das nächste Kind, was damals von den... Ja, wer die Geschichte von Blair Witch kennt natürlich, der weiß es ja. Rustin Parr hat ja 6 Kinder entführt. 6 oder 8 Kinder hat er entführt. Die sich alle in der Ecke stellen mussten, damit er sie tötet. Und das spiegelt natürlich auch wieder diese Fotos, ne? Wenn man jetzt sich nochmal die Fotos anschaut. Hier Olga zum Beispiel auch in der Ecke, ne? Jawohl. Ja. Dann hatten wir noch Ava, steht auch in der Ecke. Die mussten sich ja immer umdrehen. Und währenddessen hat er halt... So ein Film. Ja, ist von dem Film. Den Jungen suchen wir ja, der ist im Wald verschwunden. Und, achso, du siehst es ja zum ersten Mal jetzt, ja? Also es sind ja jetzt 3, 4, 5 Kinder haben wir schon, also Fotos, anhand der Fotos haben wir schon 5 Kinder. Und ja, wir haben Ansehen. Das ist natürlich nicht so toll und dann auch noch im Urlaub. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, ja. Und hier haben wir nochmal die Tonaufnahmen, also die Ton bei Weißwürde. Da ist der Junge, der hat den Ball fallen gelassen. Und das ist der Typ, der ihn halt entführt hat. Ne? Mhm. Und da haben wir halt mehrere. Warte mal, das war das, glaube ich, Gefahren. Genau, das war in dem Wald, das war auch richtig krass. Ah, ob der. Ja, das ist die Frage, ne? Lebt der Junge noch? Also bis jetzt haben wir einen. Bis jetzt lebt er noch. Er ist auch mit dem Mann noch unterwegs, aber ja, die Frage ist natürlich, wie weit wir im Zeitabschnitt hinterherhängen, ne? Also wie weit wir, ja, wie lange er schon da weiter voraus ist, ne? Dieser Typ mit diesem Jungen. Den Baseball haben wir alles gefunden. Dadurch konnten wir erst alles entdecken. Aber so. Ich glaube schon, dass er noch lebt. Ich möchte meinen, dass wir hier auch ein Videomaterial gefunden hatten. Das ist immerhin schon dunkel. Ja, das ist ja noch hell jetzt. Jetzt ist er, das war ja eigentlich noch... Was hast du da? Ach, da ist das Tonband. Jetzt gucken wir uns das mal an. Da ist der Bulle. Das ist die Frage, wer filmt ihm, ne? Okay, er nimmt die Schaufel. Er hat ihn gefilmt. Wer ist das? Er hat doch nur 4 hinten drauf, ja? Also 1 und V ist ja 4. Ist das das vierte Kind? Aber warum filmt er die Scheiße? Auf alle Fälle hat ihn kalt gemacht. Pui, gut. Ja, also es gibt ja insgesamt 3 Filme von Blair Witch. Der erste, also der hier mit der Ursprung halt natürlich. Der zweite war natürlich ein bisschen abgespaced. Der wird auch unter Fans nicht als wahre Fortsetzung angesehen. Da sieht man lieber den neueren Blair Witch Film, wo halt der Bruder die Schwester halt sucht in dem Wald, ne? Was jetzt 2018 oder 2019 rauskam. Und der zweite Teil war halt ein bisschen abgespaced. Das war ja nicht mehr das, was es mal war, richtig. Es war ja auch eine andere Aufnahmeversion. Das war ja mehr richtig so Hollywood-mäßig und das andere ist ja mehr so Fortage. Also wo man halt aus seiner Ist-Perspektive sieht und so. Ja, der erste Film war auf alle Fälle der beste. Ja, das hängt ein bisschen hinterher, weil wegen Puffer und so, wisst ihr, wegen den Bandbreite. Ja, so. Schön, also. Aber hier ist es immer so ein Ladezeichen. Hilft bei ihm? Stimmt. Aber du kannst ja mal kurz ein Feedback geben, wie der Ton ist, wie vom Bild alles passt, ob wir zu leise sind, ob wir zu laut sind.
Kannst ja gerne mal ein Feedback hinterlassen. Das Dumme ist... Oh, da liegt auch was. Oh, oh nein, noch ein Foto. Caroline. Hat das vielleicht... Caroline heißen. Ja, aber das ist im Englischen und ich denke, deswegen heißt es Caroline. So, es ist... Oh, Bullet hat wieder was. Bullet, was ist los? Was ist los, Junge? So, jetzt wollte ich dich aber mal mit der Kreide jetzt anmalen. Komm zurück! Bullet! Komm ran hier! Bullet, Junge! Ah ne, das ist der Ball? Wo ist denn die Kreide? Ich hatte doch vorhin eine Kreide in der Hand. Oh, die Kreide ist weg. Ich hab sie. Oder ist der angemalt? Bulle, komm doch mal her jetzt, ja. Oh, Alex ist auch am Start. Moin, der Ton ist super und Bild passt auch gut. Alles super, Caso. Vielen, vielen Dank für das. Okay, Sieg. Ich habe wieder verpasst, wie er aussieht. Ich glaube, der Bot schläft. Ich glaube, da passiert nichts. Und seit einigen Tagen spinnt. Doch, der ist ein bisschen angemalt, ne? Bulle, Sieg. Warum der hier nicht hier? Bulle, komm mal ran hier. Junge, was ist los mit dir? Doch, der hat eine weiß, okay. Irgendwie ein bisschen weiß. Doch, der sieht anders aus als vorher. Doch, 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 doch. Hundertprozentig. Hundertprozentig. So, gibt es hier irgendwas? Es, was ist denn los? Okay, da will ich im Wasser. Okay, hier ist irgendwas, hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Immer. Was war das eben? Immer wenn er Angst hat, dann ist immer so ein Blärwischzeichen. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Ah, warte mal. Da ist es. Und dann müssen wir das immer zerstören. Und dann haben wir das nächste Foto. Matthew. Auch wieder in der Ecke. Hieß nicht der aus dem ersten Teil auch Matthew? Der etwas dickere, der die Karte im Wasser gekickt hat. Nee, Charmeurs ist nicht im Bild, weil die Kamera nicht so einen großen Weitwinkel hat und dann deswegen sieht man das nicht so. Und die Kamera auch nicht will. Aber sie möchte auch nicht ins Bild, also wir müssen das respektieren, oder? Ich glaube, Matthew hieß der aus dem ersten Teil. Wie gesagt, der schummert, dämmert schon wieder ein bisschen. Bei Nacht kommt ja auch wieder diese scheiß Hexe raus. Wait, what? Where'd all the water go? Sind wir hier irgendwo im Sumpf? Warte mal, da liegt was. Really the right way back? Nee. Either I'm going crazy. Bullet. Digga, komm mal ran hier. Beschützen uns mal. Hallo? Bullet? Bullet? Also ich glaube, im Film gab es keinen Sumpf. Stimmt, sie sieht man nicht, ja. Ja, ich glaube, der hieß so. Matthew. Ich glaube, der hieß Matthew. Und der andere... Scheiße, was ist da? Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, was ist jetzt los? Alter, fuck. Was ist denn jetzt passiert? Ach, das ist ein Helikopter. Ich dachte, was ist jetzt los? Alter! Ich darf nicht in den... Ich darf, glaube ich, nicht in den Scheinwerfer kommen. Alter, scheiße. Komm, 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 komm. Nee, 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 warte mal. Wir konnten noch krabbeln. Konnten wir nicht krabbeln? Alter, jetzt weiß ich nicht, wohin. Schon wieder angeschossen. Aber ich bin noch nicht der Böse. Ja, Bullet ist ja so weit weg. Bullet rennt da noch. Okay, ich renne einfach mal den Hund hinterher. Alles egal. Scheiße! Bullet! Oh oh, oh oh. Oh oh. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn hin? Scheiße! Ich kann nicht rüberklären. Kann ich überhaupt springen? Nee, ich wollte ja. Ich kann aber nicht. Er darf nicht so weit rennen. Ja,
Kriegt man mal ein paar vom Arsch. Huiuiui, Leute. Alter! Und jetzt? Wo ist der Hund? Ich sehe gar nichts mehr. Ich renne einfach nur noch. Jesus! Jesus Christ! Da ist der Baum! Den habe ich im Trailer gesehen. Der heißt nicht blutet. Scheiße. Komm zu mir, Alice. Ach du Scheiße. Warum schicken die nicht das Militär oder die Nationalgarde? Die hat Urlaub. Die hat Urlaub. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich hätte auch die ganze Armee reingeschickt in den Wald. Ja, warum schießen sie denn auf dir? Ich denke, die denken... ja, ich glaube, sie denken, dass wir der Böse sind. Ach so. Jetzt ist der Baum auch noch zugewachsen wieder. Ja. Aber es ist erstmal wieder dunkel. So, Bullet. Lebt der noch? Ja, Bullet lebt noch. Bullet, du sollst nicht immer vorrennen, du Sackgesicht. Das reicht. I hope you know where you're going, boy. Oha, oha. Tja, konnten wir nicht irgendwie auch mal den Camcorder benutzen? Da gab's auch mal eine Methode. Warum speicherst du doppelt? Ich habe nicht gespeichert. Ich habe nur geschaut. So, und dann hatten wir doch Nachtsicht. Nachtsicht hatten wir doch. Weil ich habe nämlich irgendwo gelesen, dass man die Hexen, also es gibt ja mehrere verschiedene Enden. Es gibt ja einmal das böse, also das gute Ende und das böse Ende. Und man darf die Hexen, die im Wald sind, die hinter uns herrennen, nicht mit der Taschenlampe anleuchten. Dann sieht man das gute Ende. Wenn man die anleuchtet, was ich schon gemacht habe am Anfang, also in der ersten Stream-Folge, dann kriegt man das böse Ende. Okay. So, warum schicken... Achso. So, PS4 ist aus, Freunde, ein bisschen angepisst, du schuldest mir was. Haha, danke Alex, du bist der Beste. Du bist der Beste. Wegen weiter. Na, weil er PS4 ausgemacht hat, weil sie eigentlich mit ihm zocken wollten. Und jetzt ist er aber hier. Das ist sehr süß. Du bist der Beste. Ja. So, noch ein Foto. Fabian. Okay, Fabian sagt mir gar nichts. Jetzt ist die Taschenlampe aus. Immer in solchen scheiß Momenten, auch in Horrorfilmen, immer geht die Taschenlampe nicht. Ich sehe gar nichts. Warte mal, ich muss mal. Die Kamera geht auch nicht. Digga, die wollen mich doch richtig verarschen. Die wollen mich verarschen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Okay, wusste ich gar nicht. Aber es ist immer so. Immer geht die Taschenlampe in dem Moment kaputt. Ach komm schon. Hört auf mit dem Scheiß. Oh. Oh mein Gott. Was ist hier enden? Fuck. Ach so. Ah, okay, gut. Ja, es gibt zwei Enden. Einmal gut und einmal böse. Ich möchte aber nichts voraus. Ich hab's leider schon durchgelesen, was passiert beim Guten und beim Bösen. Von daher weiß ich, was passiert, aber ich möchte jetzt nicht spoilern. Von daher erzähle ich mal nichts darüber. So, was haben wir? Da ist der Name weggewischt. Lukas. Noch ein. Sag mal, wie viele Kinder hat der denn umgenietet? Das ist ja der Hammer. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Kinder. Ach du Scheiße. Chris, Mario ist gut. Chris, wie geht's? Änder mal deinen Namen. Ja, das ist auch sein zweiter Account, glaube ich, ne? Aber wie du siehst, der Bot schläft. So, wir hören erstmal unheimliche Stimmen. Christoph ist das. Warum hat denn der immer... Oh, jetzt müssen wir uns wieder durchquetschen, sowas hasse ich auch. Das gab es in Outlast auch andauernd, solche Quetsch-Szenen. Stuck. Was war das? Ich komme nicht weiter. Geh doch mal durch da. Just
Und die Taschenlampe geht auch wieder. Die kommen nicht durch. Doch jetzt. Geht da entweder eigentlich der Camcorder wieder? Ah, okay, gut. Das ist, glaube ich, die Hexe, ne? Ist das die Hexe? Ich muss mal die Taschenlampe anmachen, ich sehe. Oh, ich sehe kaum was. Okay. Ich muss bloß darauf achten, dass wir die Hexen nicht mehr anleuchten mit der Taschenlampe. Bullet, where are you? Boah, eine SMS. Leute, ich muss mal rangehen. SMS sind wichtig. Ja, es kann immer, immer. Kein Signal, aber wir kriegen eine SMS, warum auch immer. Eine Sprachnotiz. Sie haben eine neue Sprachnotiz. Sollen wir die abhören? Ja, mach. Hä, warum nicht? Ach, kann ich nicht abhören so. Dann muss ich wahrscheinlich. Ach, guck mal, ich kann auch spielen. Wir können auch mal eine Runde spielen, wenn wir wollen. Wie kann ich eine Sprachnotiz abhören? Warum geht das nicht? Es ist 3.33 Uhr sogar. Ja, Mailbox, ja. Aber habe ich nicht drin. Leitung ist besetzt. Bei unserer alten ist besetzt. Was ist denn los mit der? Haben wir noch? Donnys Doktor. Haben wir kein scheiß Telefonbuch? Doch. Sprachnachrichten. Jetzt. Jetzt hören wir hin, Leute. Ich kann die nicht abhören. Kein Signal. Kein Signal. Tierarzt, Kriegsveteran. Silvester. Ich rufe Silvester an. Sheriff Lenning. Oliver. Oh, ich rufe Oliver an. Ich rufe Oliver an. Du hast kein Signal. Ja, weiß ich doch. Immer weiter irgendwo hin. Vielleicht. Signal suchen. Nee, hast noch kein Signal. Stand da da eben. Kein Signal. Ich brauche Signal und dann muss ich mir die scheiß Nachricht abholen. Ich bin froh, dass du zur Vernunft gekommen bist. Hä? Hä? Bist du das? Eigentlich nicht. Sag mal, wie dick ist denn der Baum? Ist ja der Oberhammer. Ja, war. Nee, wird wahrscheinlich schon öde Höhle sein. Bullet? Where are you, buddy? Bullet? Bullet! Komm mal raus, du gut Sack. Ja, moin. Wo ist ein Bullet? Guten Morgen. Wo ist er? Was macht er jetzt? Ja. Oh. Off the record, Alice. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun and you told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? Well, you know what happened. This is on me. Adam Shannon, Peter's brother. Adam Shannon, da ist der. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. Adam Shannon ist der Bruder von der Alten, die im ersten Teil weg war. Und der jetzt in den neuen Blair Witch-Film auf der Suche gegangen ist. Aber was hat er mit dem hier zu tun? Was hat er hiermit zu tun, der Adam? Das ist natürlich sehr interessant jetzt. Start am Schüssel.
Tante ist auch wieder da. Ja, how did we end up back here? Hä? Wie seid ihr da wieder gelandet? Das Problem ist auch, dass... Oh, Digga. Sir, you can find something, buddy. Was hat die gefunden? Oh, hier ist wieder ein Lager. Hier ist wieder ein Lager. Und wieder... Was ist das denn? Another one. Shush. It's okay, buddy. Everything's okay. Wieder eine geschnitzte... It looks like someone left it here for us. Oh, wieder ein Band. Okay, wir schauen es uns an. It's him. Ah, ist doch keine vier, sind irgendwelche Knochen auf seinem Rücken. Irgendwelche Zweige. Was hat der gemacht? Es könnte der Junge sein. Aber der Hund, was hat ein Hund damit zu tun? Was ist denn mit ihm los? Digga, was ist denn los? Chill mal, chill einer. Base. Looks the same, but older. A lot older. Also das Zelt ist schon ein bisschen länger her. Hätte ich es jetzt... Achso, wegen dem Teil. Okay, alles klar. Mach ich weg, Junge. Mach ich weg. Und noch ein Kind. Marius. Also wir sind bei 12 Kindern. Zwölf Kinder. Hörst du, Ophir? Die Angst, die Monster zu vergessen, von Todd McKinnon. Mein Vater, Theodore McKinnon, war ein Holzfäller. Als ich noch ein Kind war, nahm er mich oft mit zu den Sägewerken im Black Hills Forest, um mir Geschichten über die Monster und Hexen zu erzählen, die dort lebten. Nach knapp 40 Jahren bin ich an diesen Ort zurückgekehrt. Er sah noch immer genauso aus, wie ich in den Erinnerungen gehabt hatte. Mit Ausnahme einer berührenden Leere. Niemand war mehr da, um Geschichten über feste, furchterregende Monster zu erzählen. Es gab keine einzige Seele, die die Geschichten hätte weitergeben können. Das Holzunternehmen existiert nicht mehr und das Sägewerk war seinem Schicksal überlassen worden. Dabei konnte ich mich nicht einfach zulassen, dass es vollständig in Vergessenheit geriet. Nicht bevor es mir eine Geheimnisse offenbarte. Nicht bevor ich herausfinde würde, was mein Vater dazu getrieben hatte, sich das Leben zu nehmen. Okay. So, auf dem... Auf... Was ist hier? Hier ist auch alles mit Kreide, ne? Das sieht doch... Das ist Kreide, ja. Oder Farbe. Kreidefarbe. Sieht aus wie ein Symbol. Aber ich glaube, ich muss hier irgendwas machen. Der hatte doch auf dem... Ich habe ein neues Profil, aber wird nicht angezählt momentan. Okay. Er hatte doch... Ja, bei dem einen Dings war es nämlich so, wir müssen da oben, bei dem einen Teil war es nämlich so, dass man hat auf dem Bild gesehen, wie ein Baum umfällt, musste man das Videoband zurückspulen und dann war der Baum wieder da, weil der hat uns den Weg nämlich versperrt gehabt und durch das Videomaterial konnte man dem, es gibt so viele Wege, ne, das ist echt der Hammer. Echt der Hammer. Ja, irgendwas hat er mit einer Steinplatte gemacht, das habe ich auch gesehen.
war das? Kreide. Ja, habe ich schon gemacht. Kreide. Die Kreide habe ich schon angemacht. Ich suche den Stein halt, ne? Wo der das da runtergelegt hat. Warte mal, was ist denn da unten? Er hat irgendwas, ne? Ja. Was hast du denn besorgt? Was soll der denn? Sehr mit. Oh! Da ist eine Kerze. Da ist eine Kerze. Das ist ein Steinbad auf dem Dog-Tag. Palmer Elton T. Jüdisch. No, no, that's impossible. Yeah, yeah. Let's move on. Digga, hat er Tobak hier, muss ich sagen, ja. Ist aber nicht der Stein, den wir suchen. Da, guck mal. Da ist ein Stein. Der ist sieht, auch. Der sieht doch so aus. Ja, ich habe mir das Videomaterial schon angeguckt. Was ist hier noch? Looks ancient. Come on, boy. Hier ist auch einer begraben. This looks like the place. Come on, let me pop, buddy. Du musst hier graben, Digga. Der kann aber buddeln, wa? Der hat keinen Menschen begraben, der hat irgendwas anderes. Tempe East Creek Timber Company. I've seen this logo before. That's where Lanny was going. That's worth a shot. Schon wieder sehr mysteriös, ne? Bullet zeigen. Achso, stimmt, er kann ja riechen. Dran. Und manchmal. Good long with bullet. It's important. Attaboy. Good boy. Now show me. Und manchmal, okay. Einfach mal hinterher. Wo lang, Junge? Komm. Such. Nee, der Bot ist, weiß auch nicht, bei YouTube funktioniert er gar nicht, bei Twitch funktioniert er auf Anhieb. Ich weiß auch nicht, was da los ist mit dem schon wieder. Ja, ja. Was ist das da? Der ist doch hier. Warte mal, jetzt können wir auch uns das Tonband anhören, ne? Doch, jetzt das Signal. Nee. Mensch, was ist denn los? Schau mal. Noch eine Erkennungsmarke. Ashley. Scheiße. Aber was hat das halt mit den Kindern zu tun, ne? Macht gar keinen Sinn gerade. Und hier sieht's aus wie von der alten Ruine, ne? Wenn man da guckt. Als wenn hier mal ein Haus gestanden hätte. Das könnte das Haus aus dem ersten Teil sein, ne? Das könnte schon durchaus möglich sein hier. Ja, ja, chill mal. Wir haben uns jetzt so schon mal gut. Ja, ich kann die Sprachnachrichten nicht anhören, weil ich kein Signal habe derzeit. Sprachen werden, warte.
Ach so, ich bin nicht echt. Aber was hat das Schild zu tun? Das ist doch mehr indisch hier. Das ist wie so eine Autobahn. Warte mal, was liegt hier? Als wenn es nur mein Kopf spielt hier. Mit dem. Was für ein Tonband? Ich habe nur ein SMS bekommen wegen. Bullet ist schon wieder am Start. Ich habe kein Signal und darum, ich kann halt dieses. Ich habe ja hier eine Nachricht bekommen, dass ich eine Sprachnachricht habe. Und die kann ich aber nicht abhören, weil ich kein Signal habe. Ich kann ja anrufen, aber dann passiert das halt. Besetzzeichen. Ja, ich komme nicht an dieses Tonband dran. Also an diese Sprachnachricht. Entweder geht das jetzt nicht, auf alle Fälle hat der Hund wieder. Was ist los? Ich glaube, dass er auch sich vieles einbildet, ne? Dass, wenn man das mit dem Sand und so, was hat das? Das ist irgendwie aus der Wüste, ne? Und nicht irgendwie aus dem Wald. Da stimmt irgendwas nicht. What's wrong? Hier genauso. Das sah aus wie so eine Straße. Ja, das ist, als wenn es nur sein. Er hat schon wieder irgendwas. Ja, guck mal, da ist Leuchte. Da hinten, guck mal. Naja, ich suche aber das eine Teil, sonst geht er nicht weiter. Ach, hier ist es. Und das haben die in den Filmen auch immer gemacht und... Alter, was war das? Scheiße. Ich sag doch, das ist alles irgendwie in seinem Kopf. Er denkt sich das irgendwie alles zusammen hier. Ja. Naja. Ich glaube, der war mal im Krieg oder sowas. Irgendwas. Alter, was ist denn jetzt los? Warum geht das Handy an? Wo ist der Hund? Wo ist denn der Hund? Da. Grüß dich, mein Freund. So, Marc, alles klar? Bist auch am Start? Will ein mein. Weil er meinte, Ton abhören ist falsch. Moin. Qui bin suin Gruppe de Sound. Französisch, Digga, was soll ich mit Französisch jetzt hier? Irgendwas ist hier faul, Leute. Irgendwas. Das kann mich gar nichts. Irgendwas. Sag mal, wie weit ist das? Dinge. Bombe. Bombe. Was war das denn? Irgendwas hat mich angegriffen. Was ist jetzt los? Bullet? This is for you, Martin Boone. Okay, irgendjemand hat abonniert oder. Nee. Scheiße, was war das denn? Fuck off. Marc hat 2 Euro gespendet und ich bin tot. Durch die 2 Euro bin ich gestorben. Nein, Quatsch. Danke, Marc, für die 2 Euro. Vielen Dank. Oh, die Musik wird auch immer krasser. Nein, da war schon wieder das scheiß Monster, Alter. Hab ich mich eben erschreckt. Aber wie soll man das denn nicht anleuchten? Das war jetzt mehr Zufall als alles andere. Ich sehe hier gar nicht mehr durch. Leute. Da brennt irgendwas.
Ich renne einfach. Alter, fuck. Alter Schwede. Was ist denn das? Wo ist der Hund? Irgendwas ist hier. Wo ist der Hund? Ja, wenn ihr irgendwas sieht, dann ist irgendwas hier. Aber ich renne jetzt einfach. Mir ist scheißegal. Renn einfach zickzack. Zickzack ist immer gut. Nein, er hat ihn. Ja, ich bin vorbei. Ich weiß nicht. Jetzt bin ich im Krieg. Ich sehe nicht mehr durch. Ich dachte gerade, was ist das da unten in der Ecke? Greenscreen Fail? Aber nee, war die Frau. Ja. Ich brauche seelischen, moralischen. Hallöchen, Shorty, was geht? Marc ist ja wieder. Ja, Marc ist wieder charmant wie eh und je. Kennt man nicht anders. Nee, ich brauchte seelischen, moralischen Beistand und deswegen habe ich mir mal die Madame ans Bein geholt. Aber das ist total creepy, ne? Also man ist jetzt auf einmal im Wald, jetzt ist man direkt wieder im... Alter, fuck. Moin. Dicke Bombe. Und jetzt ist man wieder im Krieg. Und ich sehe nicht durch. Ja. Aber ich weiß auch nicht wohin. Ruf einfach wohin. Nee, ich komme nicht durch. Jesus. Oh, ich bin zu. Ja. Er kriegt nämlich panische Angst, wenn sobald er zu. Komm schon. Jetzt ist es zu! Ich sehe nicht mehr durch. Bin ich jetzt tot? Oh, nee. Ich bin wieder im Wald. Bullet. Das Witzige ist ja, der Hund heißt Bullet, ja, weil es Kugel heißt. Auf Deutsch. Things would have been different if you. All this would never. Never. Okay. Oh Mann. Ich weiß nicht, was da los ist. Ohne Witz. Man ist im Wald, dann ist man okay. Im Krieg, dann ist man wieder im Wald. I'm okay. Ich kann euch das nicht sagen, was hier los ist. Ich kann euch das nicht sagen. Und es ist auch schon wieder dunkel. Das heißt, die Viecher kommen auch bald wieder. Oh, und er hat Schnuppen. Komm mal her, Digga. Ja, good dog. Genau, komm mal her, Süßer. Super. Stick close to me. Oh, bleib mal ein bisschen bei mir, ja? Jetzt müssen wir uns hier durch den. Ja, so Schisser wie du. Puh. Ja, wenn es dunkel ist, ist es echt scheiße. So, was ist mit ihm? Hat er wieder Bullet. Was? Er hat wieder was gefunden. Ne, wo ist er denn? Bullet? Aber das Zeichen nach oben ist. Boah, man kann auch wieder in den Wald immer. Bullet! Wo ist er denn? Bullet? Der hat was gefunden. Wieder ein Foto. Aber steht kein Name dran. Hinten. Was? Kannst du lesen? Prismislay? Das. Nee. Prismislay. Das ist, glaube ich, kein Name. Das ist glaube ich, ein Satz. Ich weiß nicht.
Komm, Junge, komm, wir müssen weiter. Dark is stupid, ja. Dark is very stupid. Und ich weiß auch noch, dass wir irgendwie zu so einer alten Mine kommen. Das habe ich auch noch mal gesehen im Trailer. Was war das? Ein Eichhörnchen? Nein. Killer-Eichhörnchen. Ja. Ach, Mann. Schon hell, oder? Nee. Warte mal, das. Was ist das hier? Ist ein Durchgang? Oh, nee, da geht's runter. Scheiße. Schauen wir erstmal. Fuck. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, ja, Dome, ich weiß ja alles. Siehst du, bei Twitch hat er wieder die, die Spende angezeigt, nur bei YouTube wieder nicht. Bei YouTube spinnt derzeit, weiß ich auch nicht, was da los ist. Hm. Jedenfalls reagiert der Sawmill Camp A. Da steht Prismy Slaw. Und was heißt das? Was heißt das denn? So, wir kennen Sawmill, also Saw müsste doch Sägewerk sein. Oder ja, Sägewerk. Und Camp A. Ich weiß, dass wir letztens auch Schienen hatten. Was hat er denn wieder? Aber ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Darum gehen wir erstmal den Schienen lang. Ah, ich habe wieder ein Netz. Leute, ich kann mir jetzt die Nachricht abhören. Ein Balken, das reicht. So, jetzt hören wir uns mal die Sprachnachricht ab. Bin gespannt. Ja, da ist ein See. Da. Guck mal, das gerade drunter steht. Achso. Nee, Price? Gibt man nur P-R-I-Z-E ein? Z? Z? E? Denn Leerzeichen? Mi? Und Leerzeichen S-L-A-W. S-L-A-W. Preis mich... Krautsalat! Preis mich Krautsalat! Heißt das. Preis mich... Mieslaw. Mach mal das zusammen, die Bienen. Die letzten. Krautsalat, das passt ja überhaupt gar nicht. Preis Messlauf. Irgendwas mit Krautsalat. Wir sollen uns Krautsalat kaufen bei Kaufland. Und. Alter, ich dachte, da steht eine Puppe, aber. Come here, boy. Wo ist der scheiß Hund? Digga, mach hier nicht so eine Alleingänge, sonst flipp ich aus. Ja. Chill mal. 4 Tage noch. Mach da nicht. Price Me Slay, ja, das heißt übersetzt, also jedenfalls Google Übersetzer sagt Krautsalat. Preis mich den Krautsalat oder was? Unsinnig. So, wir haben eine SMS wieder bekommen. Was war die Sprachnachricht? Noch eine Sprachnachricht. Ja, der hat gesagt Terror, Hass und irgend so ein Scheiß. Jetzt hören wir mal die nächste ab. You have one new message. Ja, das weiß ich ja. Okay. Ich weiß nicht genau, was es mit uns zu tun hat. Warte. Wahrscheinlich ist das irgend so eine Redewendung, glaube ich. Price my slay. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Krautsalat ist. Aber ich glaube... Was ist denn jetzt los? Ah, Kisan hat meinen Stream gehostet auf Twitch. Vielen Dank dafür. Kisan, alte Haus. Vielleicht hört man sich ja gleich nochmal. Der Hund nervt extrem gerade. Ja,
Ja, was willst du machen? Der quiekt tot die ganze Zeit da draußen. Warum der sich nicht einfach hinlegt? Ich muss erstmal kurz speichern. Mensch, ist jetzt genug. Ab jetzt. Ab. So, Kapitel 8 auf alle Fälle auf dem Schlachtfeld. Wir sind drei Kapitel schon. Hey, yo, Kirisu, behind you. Nee, hinter mir ist keiner. Du brauchst mich nicht verarschen, Digga. Ich habe hier eine Webcam. Und wenn hinter mir einer wäre, dann würde ich das... Preis mein Slow. Ich glaube, der Hund sieht da hinten was. Das ist alles scheiße. Behind you, hinter dir. So, die Sicherungen sind alle draußen. Ja, aber Slaw muss ja, heißt Krautsalat irgendwie. Nee, Kisan ist nicht Englisch. Der schreibt es nur. Kisan ist nicht Englisch. So. Hier sind die Sicherungen auch draußen. Warum ist denn hier Licht an? Okay. Wird schon seinen Grund haben. Wir gehen weiter den Schienen lang. Die Lore hatten wir doch letztes Mal auch schon am Start, ne? Da ist die, glaube ich, umgekriegt, ne? Ach, wir kommen wahrscheinlich denn dadurch über den Hindernis. So, gibt's hier irgendwas? Ich glaube nicht. Gehen einfach mal rein. Ja, Slow, besser gesagt als Slow. So, wir gucken uns mal den Fahrplan an. Mal sehen, wie das funktioniert. Irgendwas ist hier schon wieder. Der Hund quiekt schon wieder. Come on, buddy. Wo ist er denn? Was ist los, Junge? Siehst du irgendwas? Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Dann bleib doch mal liegen, eigentlich. Mensch, beide Hunde sind am Kicken. Hier ist ja der Oberhammer. Und schon wieder. Setz dich einfach hin. Jump up. Das stimmt. So, wir machen das Ding erstmal. Siehst du, preis mein Krautsalat. Ja, preis mein Krautsalat. Sag doch, Krautsalat. So, Directed Level, also wie schnell, Switch, Break und vorwärts. Okay, alles klar. So, erstmal hier. Nach vorne. Okay, das ist Licht. Ach, guck mal, der Hund ist mit am Start. Ja, ja. Ja. Da unten sitzt er. Hier. Ja, trotzdem. Oh, das quietscht aber ganz schön. Oh, ich glaube, da lag irgendwas. Warte mal. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Let's go, Bullet. Ja, ich habe, glaube ich, hier was gesehen. Ich hab mich verguckt. Ich hab mich verguckt, alles klar. Moja moin. Come on, buddy. So, Krautsalat, ja, sag ich ja. So, ich bin so gut in Englisch wie bestimmte Politik und Politik. Ach, ich glaube, du bist besser. Was hören wir? Du musst da. Warum fährst du da hin? So, wir müssen erstmal kurz rückwärts, Leute. Warum fährst du da hin? Darum, weil ich es kann. Warum da? Da war eine Maschine. Ja, ich muss wahrscheinlich erstmal die Weiche stellen, denn. So, ja, sag ich ja, wir müssen die Weiche stellen. Wir gucken uns aber erstmal noch ein bisschen hier um. Dass wir irgendwas vergessen, das ist eine alte Hütte. Na, eigentlich laut das Dokument sollte ja. Sollte es kein Holzfällerlager mehr geben hier. Schnell mal auf YouTube bewegt. Schnell mal auf YouTube. Alles klar. So, der nächste Erkennungsmarke. Oha. Da. Oh nein, noch ein Foto. Arcadius. Aber ich finde, jetzt sehen sie irgendwie alle gleich aus von hinten. Ja,
Oh, war denn? Alter, ich habe gedacht, da steht was. Da war nichts, alles gut. Da wird gar nicht so eine Angst gerade. Na, du spielst ja auch nicht. So, das nächste Tonband. Achso, da. Die Maschine. High piece of lefty. Once you're done, you put the fire out and you close the pipes. Hat der eigentlich für ein Problem? Das kann man. Aber war ich nicht beachten. Wahrscheinlich. I left you some notes here. Ja, das zeigen sie, wie sie gearbeitet haben. Nee, der hat erklärt, wie die Maschine gestartet wird. Und der hat irgendwas gehört. Oh oh. Und vielleicht eine Maus. Na klar, jetzt ist die Tür offen, weil wir das Band natürlich uns angesehen haben und dann. So. Da haben wir noch Dampfpfeile, Sicherheitsventil, Druckmesser, Druckventil. Da ist das nochmal. Gary. Wir haben gerade eine neue Lieferung erhalten. Komm zum Wartungsschuppen und hol die Teile ab, die du haben wolltest. Robert. Robert Redford. Oder Robert Patterson. Robert Patterson. Weißt du, wer Robert Patterson ist? Ja, von Twilight. Ja. Weißt du, was los ist? Das Problem ist halt, wir können nicht... Den Krautsalat finden? Wir können den Krautsalat nicht finden. Den brauchen wir. Um hier das Ding in Gang zu bringen, ein Quatsch. Ach, aber warum sollte ich hier einen Druck aufbauen? Ach so, um das scheiß Holzding wegzukriegen. Komm her! Da ist irgendwas rot. Na, jetzt ist ja richtig Nacht. Geil, oder? Richtig scheiße ist das. Let's stick to the light, buddy. Should be safer this way. Ja, bleiben wir im Licht. Was ist das hier? Let's hope it's still standing. Alter, scheiße, da war das Vieh wieder. Das ist Vieh. Der Hund. Wo sind sie? Scheiße, 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 scheiße. Licht, 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 Licht. Wo sind sie? Ich sehe nichts. Da war's. Da ist es. Scheiße. Wo ist es? Junge, komm her. Wo ist es? Scheiße! Nein! Oh, Mann, ey. Ich warte aber keinen Bock auf Jumpcares. Na, Jumpcares sind sowas. Da ist das Vieh. Das hat mich schon wieder erwischt. Nein, ich sehe es. Ich sehe nicht. Das erwischt mich jedes Mal. Ich kann es gar nicht mit die Tan- Ich kann es gar nicht mit den Camcorder töten. Ich kann es nur mit der Lampe töten. Hier.
das wieder. Da ist es. Alter, fuck. Bullet! Ja, was ist los? Hinter mir. Nee, die Musik geht weg. Aber ich kann es doch mit dem Camcorder ja nicht zerstören, wie es im Internet stand. Um das gute Ende herauszukriegen. Das funktioniert ja gar nicht. Mann, 20.000 Mal gestorben hier. Leck mir. Leckumius. Fatzkus hier. Hallo. Na was? Ist doch so. Scheiße hier. Man kann es nur mit der Taschenlampe zerstören. Looks like we won't be getting in through here. Joa, hier. Steam Donkey? Was? Steam Donkey Camp. Achso, da ist das Camp. Wir wollen ja ganz woanders lang. Wir wollen ja hier geradeaus. Wir wollen hier lang und dann hier runter. Okay. Alter Schwede. Das war schon wieder. Halleluja. Tabby East Creek Holz Unternehmen. Inventar des Wartungsschuppen Stand. Menge. Druckmesser 2, Schleifrad 6, Antriebswerk. Ach genau, wir brauchen die Teile ja für die Schleifmaschine. Für die Dampf. Mensch, der Dampf gerät hier da. Du willst schon mal die Menge. So, da kommen wir aber nicht rein. Haben wir was hier? Bullet! Wo ist er denn? Bullet! Bullet! Digga! Diesmal lässt du mich nicht alleine, ja? Jetzt muss ich dich verprügeln. Noch eine Erkennungsmarke. Oliver S. Was haben die denn immer mit Oliver? Drama. Und noch ein Foto. Unheimlich. Und schon wieder das gleiche Foto. Serious. Also so viele Kinder hat der doch gar nicht getötet. Das ist ja der Oberhammer. Schon wieder das gleiche Foto von ihm. Was kratzen die da? Echt mal, was juxen die da? Katzen, meine ich. Ja, moin. Ich glaube nicht, dass zweimal hintereinander sowas kommt. Ich glaube, das haben die nicht gemacht. Da ist irgendwas drin. Bullet, du musst es mir mal holen da. Come here. Komm mal her, wo bist du denn? Bullet? Bullet? Hier! Kann ich durchkrabbeln? Nee, komm da nicht rein. Ja, moin. Der Hund muss da rein. Kannst du nur sehen von da. Go get it. Oh, schnapp dir Tiger. Schnapp dir Tiger. So, ich warte. Ach, nee, nach Sawmill geht's richtig. Was? Ja, wir müssen nach Sawmill. Das Problem ist halt nur, dass der Druckmesser, also der den Baum anheben soll, kaputt ist. Und wir brauchen jetzt die Ersatzteile, um dieses zu reparieren. One down, one to go. Ja, ich weiß, es ist ja morgen Schule und so weiter. Wir sind ja auch nur, wir machen das ja auch, oder ich mache das ja halt nur, weil wir Urlaub haben, deswegen. Okay, den Druckmesser haben wir, jetzt brauchen wir bloß noch die anderen Teile. Ich weiß nicht, ob das... Ich bin weggeschlafen. Gute Nacht. Mach's gut, Alex. Schlaf schön. Viel Spaß in der Schule rum. Wir sehen uns demnächst. So, das sollte es aber eigentlich gewesen sein. Gehen wir einfach mal wieder hoch. So, und dann gab es noch den nächsten Weg hier hinten. Da gehen wir jetzt auch lang. Ich habe keine Angst. Also mit dem Campcorder konnte ich ihn nicht töten. So, das sei mal klar. Ich konnte es nur sehen, aber ich konnte es nicht bekämpfen. Nein! Er hat, sieht schon wieder irgendwas. Ja, chill mal. Er speichert auch. Das heißt, irgendwas passiert gleich. Und da ist es wieder. Und wieder ein Vieh. Da ist es. Erstmal verjagt. Da ist es wieder. Also es sind zwei. Scheiße. Wo ist der Hund? Ja, er zeigt mir ja, in welche Richtung die kommen. Da war es wieder.
Alter, es ist ganz nah gewesen. Fuck, Alter, ey. Eine Gänsehaut am Po. Halleluja. Ist es weg? Alter, wir haben beide gekillt. Oh, danke schön. Alter, schwer. Ich hab Zeit, bin eh morgen krank. Achso, das ist gut. Frau von dem anderen ist nämlich auch krank geschrieben, hat sie im Finger geschnitten. Mit einem Brotmesser. Kannst du mal den Finger in die Kamera halten? Nee. Den abgetrennten Finger, der war bis auf die Knochen abgesäbelt. Nein, Quatsch. Wieso war? Ist. So, okay, diesmal waren es zwei Stück. Also. Gänsehaut an jeder Ritze. Ja, hätte eigentlich Urlaub, aber. Ja, eigentlich hättest du Urlaub, ja, stimmt. Warum sollte man die Weiche hier stellen jetzt? Damit es. Warte mal, es fährt hier lang. Ah, es geht ja nicht da lang. Ach, da würde es wieder zurückfahren, ne? Wir gehen erstmal zum Camp. Wir brauchen unbedingt noch ein paar Ersatzteile. So. Was war das? Ich höre irgendwas. Good dog. Das war ja komisch. Aber irgendwas ist hier. Der guckt ja am Rechner. Ich denke, der kommt auch. Alter Schwede, Digga, Hund! Alter, schreck mich nicht so. Alter, Halleluja. Simba, aus jetzt! Was ist denn los? Alter, aus. Aus. Bring ihn raus. Der macht aber auch weiter. Ja. Alter Schwede, erschreckt er mich, der Hund. Ja, pass auf da. Digga, der macht mich fertig. Bellt auf ihn mal los. Der denkt, der kommt da unten. Ja, ja. Guck dir mal da hin und der hat auf ihn mal los. Alter Schwede. Aber irgendwas hört er doch hier im Wald. Ja, so wieder. Das ist natürlich, im Film war es ja auch so, ne? Wenn sie im Zelt waren, dann haben sie auch irgendwelche Klopfgeräusche gehört oder dass jemand im Wald rumgeistert. Und das Licht geht schon wieder aus. Ich raste aus. Haha, lieber Hund, ja. Ach, nicht, wenn er dich voll erschreckt gerade, wenn er bellt. Irgendwas. Mal schnell mal den Generator an. Jesus, go figure. Hmm, maybe they had some spares lying around. Oh nee, jetzt brauchen wir noch eine Zündkerze. Eine Sicherung meine ich, sorry. Hast du Speich? Bullet! Zufällig habe ich meine Zündkerzen alle zu Hause gelassen. Genau, ja, so. Heute. Nein, habe ich nicht. Feuer oder so? Nee, habe ich nicht. Was hast du dir denn gesagt? Nee, ich rauche ja nicht. Oh, da ist eine Sicherung. Aber ich ahne schon nichts Gutes. Also wenn wir jetzt die Sicherung wahrscheinlich reindrehen, dann kommen die scheiß Viecher wieder. Die baumähnlichen Hexen. Ach. Ja, jetzt sollte ich nicht anfassen, ich Dussel. Nee. Alles gut. Erstmal. Es reicht ja auch, drei Viecher auf einmal hintereinander, das reicht ja wohl langsam, oder? Ist ja schrecklich. Noch ein Zettel. So, psychologisches Gutachten unlesbar. Hintergrundgründe zur Verfassung und Grund für die Zuweisung. Patient wurde von seinen Eltern aufgrund von extremen Panikattacken, Schlaflosigkeit und Schlafwandlerei? Schlafwandlerei? Was ist das denn? Als Folge eines traumatischen Erlebnisses zugewiesen. Also Schlafwandeln kenne ich, aber dass es Schlafwandelei heißt. Nee, ich empfehle 3 therapeutische Sitzungen pro Woche. Während eines Einleitungsgesprächs konnte ich folgende Erkenntnisse erringen. Der Patient verweigert aktiv jegliche Erinnerung an das Ereignis. Seit dem Trauma ist er von
lebhaften Träumen geplagt, offenbar eine Art verarbeitete Reaktion des Körpers. Er legt hinsichtlich des Ereignisses emotionale Abgestumpftheit, irrationale Aggressivität sowie Verfremdung an den Tag. Er macht generell einen sehr nervösen Gesamteindruck, was möglicherweise auf eine bisher nicht genauer diagnostizierte Angstneurose zurückzuführen ist. Und da ist das mit dem Reh wieder, ne? Was wir auch im Traum gesehen haben. Kann es sein? Ich vermute. Warum guckt er nach oben? Will er mich verarschen? Warum guckst du nach oben, Digga? Er guckt sich die Welt an. Ist der fertig, der Hund. Kann es sein, dass das auf uns beruht? Das Gutachten? Das würde die ganzen Träume und alles erklären, ne? Und die. Da hinten brennt Licht. Tatsache. Eine Lampe. Weil das würde nämlich erklären, warum wir die ganzen Albträume und alles haben, ne? Und in der Krankenakte stand ja auch irgendwas mit, dass er sich die Ereignisse nicht eingesteht. Also. Ich will nicht zu viel vermuten, aber es könnte möglich sein, dass wir dieser Entführer sind. Dass wir unserem eigenen Brotkrüme folgen. So, das war's jetzt. Ne, da oben geht's lang. Also ein Taschenlampe ist ja schon praktisch, ja? Oh, ich muss da hoch, wetten. Ich muss da 100% hier hoch. Okay. Ach, der Hund ist auch schon da. Ja, moin. Bravo. Ach, hier ist eine alte. Hier ist eine alte. Die brauchen wir auch. Also wir brauchen die Ersatzteile halt dafür, ne? Ach, jetzt haben wir das Rad. Dann brauchen wir bloß noch einen Ersatzteil. Und dann war's das. Dann müssen wir halt bloß noch schnell zurück. Noch ein Foto. Wieder das gleiche. Ja, sieht, ist immer das gleiche, ja? Irgendwie. Ja, und immer Jack. Steht irgendwas anderes drauf. Jackie. Schon komisch, ja? Ja, die Geschichte ist auch nicht, also er hat nicht so viele Menschen umgebracht, also nicht so viele Kinder. Ich glaube 6 oder 8 oder so waren das. Hat er entführt. Und da ist noch eine Marke. Forced Given. Wir finden auch andauernd Marken, ne, von irgendwelchen Freunden. Und wenn man denn hier mal in den Telefonbuch schaut, da sehen wir ja auch, achso, Donnys Pizza. Hier, Keith haben wir eben gerade gefunden, die Marke. Oliver hatten wir auch. Roscoe. Was ist mit dem jetzt? Das war der hier. Musst du scheißen oder was? So kackern? Musst du kackern? Pipi? Oder Pipi? Ja, ist halt spät, ne? So, was steht denn hier? Als ich die Kamera dieses alten Narren an mich nahm, war sie voll sinnlosen Geplapper. Doch ich sah es. Ich erkannte ihr wahres Potenzial. Mit ihr kann ich in die Dunkelheit blicken und die Monster sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Mit ihr kann ich Dinge sehen, die meinem bloßen Auge entgegen. Und ich kann mit ihr auf Dinge zurückblicken, die ich bereits getan habe. Sie lässt nicht zu, dass ich meine Taten jemals vergesse. Nee, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass wir das sind, der den Jungen entführt hat. Und die ganzen Videos, das sind, das ist von uns. Was unsere Tat halt zeigt, ne, was wir gemacht haben. Das würde das Gutachten von dem Arzt erklären, das würde die komischen Träume erklären.
würde, glaube ich, schon Sinn machen. Okay, Silk. Denke schon. Ich weiß es nicht ganz genau, aber... Nothing, eh? Nichts? Okay. Gut. Aber wie gesagt, mit dem Camcorder konnte ich halt keine... konnte ich die Viecher nicht abwehren. Die gingen halt bloß mit der Kamera weg. So, wir haben zwei Teile gefunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Da geht auch noch was lang. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Weiß aber nicht, ob wir hier schon waren. Doch, hier sind wir. Da sind wir einmal rumgefahren? Ist ja witzig. Ist ja witzig. 27 Euro hat der Gamer sind schon gespendet. Lutscher? Ein Lutschi. Ja? Ach so, stimmt, der Morgen muss ja. So, hier waren wir auch schon. Gut, dann schauen wir nochmal, ob wir alles haben, ob das reicht. Wenn nicht, müssen wir nochmal schauen. Okay, wir brauchten nur zwei. Aber Feuer haben wir jetzt nicht, ne? Ne, ich hab schon gedreht. Ich konnte nicht. Ne, ging nicht mehr. Ich konnte nichts. Konnt's nicht. Kann ich auch nichts machen. Ich habe. Habe ich überhaupt ein Feuerzeug? Ja, mit der Frage. Oh, guck mal, hier fehlen ein paar Schnitzfiguren. Ne? Bom, bom. Eigentlich schon, ja. Erkennungsmarken. Fotos. Ne, nichts da. Schon reingeschaut, aber. The main engine shed looks promising. Maybe there's some spare parts left. Steam Donkey war mal, das habe ich gesehen. Da waren wir auch. Bänke? Wieder ein bisschen.